Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder Chrissy Schnissi und es geht weiter mit Stationeers. Ja, hier sehen wir die Elmo Furnace in der Version 1.0 auf Tower City. Das ist noch nicht final, das wird noch nicht alles funktionieren, denn es gibt hier nämlich ein paar Probleme. Ich habe das Ganze noch nicht angeworfen, aber die sind jetzt in meinem Kopf schon die Probleme. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie zu Problemen kommen, die werden wir dann lösen. Also, ich habe die Elmo Furnace ganz normal aufgebaut, jetzt hier in dem Fall als 3-Chip, ist ja nur 2-Chip, aber mit dem dritten habe ich noch was anderes vor. So, und dann haben wir hier hinten heute das Setup mit den wunderschönen großen, fetten Turbopumpen. Und da habe ich echt alles zusammengekratzt, was ich hatte. Und wir haben jetzt hier die Turbopumpen drin. So, aufgrund dessen, dass wir die Turbopumpen verwenden, müssen wir das Rohr etwas größer machen. Und zwar, wenn wir mal gucken hier, dieses Rohrende, ihr kennt ja diesen Stern hier hinten dran. Ja, das ist, hat Elmo immer gesagt, das muss ein Stern sein. Drei Pumpen dran, ja, die Volumenpumpen. Früher hatte eine Pumpe 100 Liter und ein Rohr 100 Liter. Ja, heute ist das anders. Heute hat ein Rohr 10 Liter und eine Pumpe hat auch nur 10 Liter. So, das bedeutet, dass ihr natürlich das Setup normal fahren könnt mit dem Kreuz, ja, hier mit diesem dieses Kreuz hier, ne, in der Mitte, dieses einfache Kreuz, so wie ihr die Elmo Furnace kennt. Und den drei normalen Volumenpumpen. Wenn ihr aber die Turbopumpen verwenden wollt, so wie ich das jetzt hier probieren möchte, dann müsst ihr das Rohr auf 100 Liter vergrößern. Ja, hier Kapazität 100 Liter. Lässt sich aber auch super geil machen. Wie man sieht hier, man geht hier einfach raus. Hier ist die erste Volumenpumpe. Dann geht man hier mit einem schönen Bogen raus. Hier ist die zweite und auf die Kühlseite ist genau das gleiche. Ja, also eigentlich auch easy peasy, würde ich sagen. So. Und wenn ich gerade sage Rohr und Kühlung, da fällt mir noch was ein. Wir müssen das Ganze noch pinseln hier. Das ist nämlich hier die kalte Seite. Die pinseln wir jetzt auch noch. Damit jeder auch weiß. Och, verdammt. So. Das ist hier die kalte Seite. Ist, na, so. So, sehr schön. Dann haben wir natürlich noch die Wastegas-Geschichte. Ich painte das später. Ich muss hier jetzt eh noch eine graue Flasche bauen, muss hier alles wieder grau streichen. Ah, da mich nochmal. Oder ich baue es einmal ab und wieder hin, denn es ist auch, obwohl ist es dann noch blau? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls haben wir hier das wunderschöne Pumpensetup. Und jetzt ist natürlich das Thema mit dem Druck in der Kammer. Die Elmo Furnace braucht ein, oder überhaupt die Furnace braucht einen Druck zwischen 103, irgendwas kPa und 350 kPa. Das heißt, unter 100 kPa fängt die an zu kühlen. Sie kühlt sich ab. Und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen ja die Temperatur behalten. Das heißt, wir müssen also managen, dass wir über 100 kPa sind. Das Problem hier auf diesem Planeten aktuell ist ja, dass ich noch keine Atmosphäre habe. Und hier drinne, und dadurch, dass ich hier drin noch keine Atmosphäre habe, muss ich diesen Druck in dieser Kammer so gestalten, dass der ähnlich dem Außendruck ist. Und dann sagt man natürlich, oh, hier 373. Du hast ja gerade gesagt, bei 350 gibt es ein Problem. Naja, nicht wirklich. Zwischen 103, irgendwas und 350 sollte der Druck liegen. Alles über 350 kPa sorgt dafür, dass die Rohre und die ganzen Kabel platzen. Ja, also wenn wir jetzt mal gucken, wir gucken mal nach den Kabel. Kabel straight. 300 Grad Auto-Ignition. Und ich weiß nicht, irgendwo war irgendwas mit, ja, sei es drum. Jedenfalls hat Elmo gesagt, 300 irgendwas in der 50 kPa. Ist ein Problem. Bei den Temperaturen. Ja, also wir reden hier von 2000 Grad oder so, was denn da drin herrschen wird. Also das, wir reden hier nicht von normal. Ihr seht, der Kabel geht ja auch nicht kaputt. Ja, bei 370. So, also das heißt, Auto-Ignition müssen wir halt aufpassen. Was haben wir gesagt, was stand hier Auto-Ignition? Bei 300 Grad. Bei 300 Grad fängt das Ding an, sich selbst zu entzünden. Ja, Flashpoint sind 140 Grad. Kabel und so, schwierig da drin. Ne? Wir haben natürlich ein bisschen Kabel da drin für diesen Gassensor. Der Gassensor ist aber nur dafür da, dass wir hier eine Anzeige haben, wie viel Druck wir da drin haben. Ja, ich habe, wie gesagt, zwei Passive Vents drin. Einer geht hier ans Kühlsystem, der ist auf 300 kPa eingestellt und der andere Passive Vent geht hier raus, geht auf 300 kPa, hups, und geht hier raus und geht nach draußen. Ja, das heißt also, wir versuchen hier immer 300 kPa drin zu halten. Die müssen wir jetzt halten, weil wir eben fast 400 kPa Außendruck haben, damit uns die Scheiben hier nicht rausfliegen. Ja, die gehen ja kaputt irgendwann. Und da wir ja noch keine anderen Scheiben haben, müssen wir das mit denen machen. So, damit wir jetzt erstmal schmelzen können. Später wird das alles anders. Aber naja, es wird nicht anders. Ihr kennt mich, es bleibt so. Aber Provisionen halten am längsten, sagt mir ja nicht umsonst.
So, was wir jetzt noch machen müssen ist, wir müssen noch das, achso, ich wollte euch noch das Kühlgas zeigen. Hier haben wir jetzt unsere Kühlgasanlage. Die habe ich auch schön blau angestrichen. Die kriegt hier auch schön ihre eigene Strippe. Ja, die kommt schön vorne von den Batterien. Geht auch, wie ihr das immer schön haben wollt. Hier wunderschön über den Trafo. Ja, und ja, alles was blau ist, das hier geht zum Kühlgastank. Ja, das Kabel, deswegen ist das auch blau, weil ich möchte dann jetzt mit dem mit der Filtration ein paar Sachen managen. Ja, ich möchte hier den Sensor auslesen, wie viel Außentemperatur haben wir und entsprechend der Kälte möchte ich dann filtern und dann möchte ich auch noch wissen, wie viel Druck ist im Tank, muss ich überhaupt filtern. Ja, wenn nicht, kann das Ding ja hier auf Idle gehen. Ja, so. Und der soll natürlich dann auch hier die Hoshis steuern übers Netzwerk, also können wir einfach einen Batch-Befehl an alle Vents schicken, weil wir haben ja hier einen Trafo zwischen. Ja, so, so ist der Plan, dass die Kühlung, der pumpt jetzt erstmal, ja, da sind jetzt 5,6 Megapascal drin. Da habe ich jetzt in dem Fall Sauerstoff mir ausgesucht, das hatten wir ja schon gesagt. Habe ja auch ein paar Medium-Filter gebaut, auch das kostet wieder unglaublich Material. Und während ich das hier alles gebaut habe, ja, habe ich natürlich immer mal wieder Erze rausgeholt aus der Trommel da hinten, aber jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal gucken, was da drin steckt, weil wir brauchen ja noch die Heizanlage. Das heißt, wir brauchen noch, also das, was wir hier drüben haben, Sauerstofftank, Wasserstofftank und so weiter brauchen wir hier noch. Wir haben ja noch irgendwo einen Tank rumliegen, glaube ich. Irgendwo hatten wir noch einen Tank, einen isolierten Tank. Wir brauchen also noch zwei isolierte Tanks. Wir brauchen einen Ice Crusher. Irgendwo hatte ich doch hier noch, hier, guck mal, hier ist ein isolierter Tank. Den nehmen wir schon mal mit. So, was brauchen wir noch? Ich weiß es nicht. Müssen wir, wie war denn das? Müssen wir bei den Insulated? Insulated Structure Tank. Ne, den können wir so bauen. Ja, okay. So, wollen wir mal reingucken hier in dem Bottich hier? Also ich mache jetzt mal hier aus hier, das ist ja, ist mir zu laut. Alter Falter. Wow, das wird voll. Das wird voll, würde ich sagen. Naja, Duty, dann würde ich sagen, machen wir die beiden Schränke hier noch voll mit Material. Das wird sowieso nicht reichen, da ist so viel Scheiß drin. Und dann gucken wir mal, wir brauchen jetzt noch zwei Filtrationen. Nee, gar nicht, doch. Nee, gar nicht. Oh, warte mal, wir können ja aus dem Kühltank, können wir ja den Sauerstoff entnehmen für unsere... Oh, das ist geil, das ist geil. Aus dem Kühltank können wir den Sauerstoff entnehmen für unsere Gasproduktion, unsere Heißgasproduktion. Oh, dann brauchen wir bloß eine... Ne, brauchen wir ja... Doch, wir brauchen... Ne, warte mal. Wir brauchen gar keine Filtration mehr. Weil wir ja mit dem Eiscrusher arbeiten wollen, habe ich gesagt. Ja, jetzt erstmal. Müssen wir ja. Geht ja gar nicht anders. Und dann... Ja. Und dann später kommt dann von den Pflanzen das H2 dazu. Genau. Und jetzt machen wir es mit einem Eiscrusher. Ey, geil. Geile Sache. Dann brauchen wir bloß noch einen Tank. Einen Tank haben wir ja schon. So, wir warten mal, bis der hier fertig gemurmelt hat hier. Ja, der murmelt noch. Also, dann brauchen wir jetzt noch einen Tank. Einen Tank brauchen wir noch. Einen Eiscrusher brauchen wir noch. Okay, fangen wir mal vorne an. Immer langsam, immer langsam. So, also, Insulated Tank. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Insulated Tank, einen Eiscrusher. Wo bauen wir den? Bauen wir den nicht hier? Ne, der ist ja nicht drin. Oder war der, ist das eine Dings? Ja, wahrscheinlich, ne? Genetic Splicer. Wird da hier drin hergestellt. So, jetzt haben wir hier noch einen Tank. Ich habe hier noch vorher noch ein paar Glassheets gebaut. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. So, jetzt brauchen wir noch einen Ice Crusher. Lieutenant Ice Crusher. Ah, Eisen und Gold. Hier ist 1 Gramm Eisen drin. Alles klar. Hier ist noch Eisen drin. Aber wir haben kein Gold mehr. Na okay, dann schmelzen wir einfach was.
Wir müssen sowieso den Rumpelkasten hinten gleich leer machen. Das wird sowieso ein Spaß. Das wird ein Spaß. Oh. So, okay, dann nehmen wir mal hier 100 Gold mit und Eisen haben wir auch nochmal 50, das reicht. Hier oben ist auch nochmal Gold, Eisen, das können wir auch mit verbrennen. Da kommt jetzt sowieso so viel dazu. Komm, dann machen wir 150 Gold. Ah ja. So, haben wir hier Gas drin? Wir müssen mal gucken hier. Ja, ein bisschen was können wir hier noch draufpacken. So ist gut. So, hatte ich jetzt hier eigentlich den Ofen schon leer gemacht? Ja, ich glaube ja. Naja, das ist leer. So, denn los. Was ist hier mit Gold? Kann ich da mal jetzt Gold reinwerfen, bitte? Hallo? Oh, ey, Ofen, Junge. Ich muss mal hier den Trust ein bisschen runter machen. Oh, da haben wir aber ordentlich angeheizt, das Ding. Okay, Gold haben wir. Ja, jetzt heißt es wieder getrennt, ey. Kleiner Pupser. So, Ice Crusher. Lieutenant Crusher haben wir. So, jetzt brauchen wir noch Rohre ohne Ende. Ich hoffe, ich kann noch welche bauen. Ich habe so viel Stahl verballert, ey. Das geht gar nicht, ey. Naja, können wir noch ein paar. Ein paar können wir noch bauen. Haben wir hier noch irgendwo Stahl? Hier haben wir noch Stahl. Schon wieder so viel Stahl gebaut, ey. Wie viel haben wir denn? Stahl, Silizium? Ja, aber pass mal auf hier. Wir machen hier mal. Sehr schön, dann haben wir den Stahl gleich hier mal aufgeteilt. Kennt ihr das, wenn er mal so ein Apparat anschaltet und ihr sagt, hier, bau mal Rohre oder bau mal Kabel und dann geht er raus. Dann kommt er wieder, ist der ganze Raum voll. Das ist schon geil. Müsst ihr mal machen, das fetzt. Oh, es legge die liegt. Müsst ihr mal machen und zwar macht er mal ein... Ein Raum mit einer Tür und macht den mal voll mit Erzen. Ja, ganz voll. Irgendwie über ein Inlet, ne? Immer rein, immer rein, immer rein, immer rein. Und dann macht er mal die Tür auf. Das fetzt. Dann brennt's, aber richtig, meine Freunde. So, mit O und Y. Dann haben wir es ja schon fast. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen das O2, können wir da hernehmen. Einen Mixer brauchen wir noch. Wir brauchen mal noch einen Mixer, bevor wir alles verbrennen. Ein Mixer! Genau. Ein Mixer, ein Gasmixer brauchen wir. Und dann brauchen wir noch einen Pipe Heater. Haben wir irgendwo schon mal einen gebaut? Ne, haben wir nicht. Aber wir können mal. Wir nehmen mal das mit. Vorsichtshalber. So, den haben wir. Jetzt stellen wir wieder zurück. Nein, anhalten. So, haben wir. Wo ist denn mein Mauszeiger, ey? Meine Güte. So. Und weiter geht's.
So, also wir haben jetzt einen Sauerstofftank, wir haben einen Wasserstofftank. Also bauen wir jetzt gleich. Jetzt habe ich noch einen zweiten Tank gebaut. Ich brauche gar keinen zweiten Tank. Wir haben ja einen Sauerstofftank. Wir brauchen bloß einen Tank. Aber ist egal. Tanks kann man nie genug haben. So, dann machen wir einen Schülmix. Den entzünden wir. Den packen wir in den Gastank, in den Heizungstank und dann drehen wir das auf. Genau. Da machen wir dann noch ein bisschen Automation dazu. Deswegen ist der dritte Chip da. Das ist nämlich der, der den Fühl dann herstellen wird für uns. Ja, den können wir dann programmieren. Und dann gucken wir mal, ob wir die Firmen in Gang kriegen. Wa? Ich bin gespannt. Also ich habe das hier auf dem Planeten auch noch nicht geschafft, aber es ist heftig. Heftigst. Ich hoffe ja nur, dass die Druckregler schnell genug sind dann für den Raum um die Firnis. Ne? Sonst platzt uns der Scheiß vor der Nase. Aber das ist egal, dann ist das so. Ja, dann ist das so. Jo. So, ich denke, Rohre haben wir jetzt hier noch. Sehr schön. So, dann können wir ja auch gleich mal hier den Propeller ausmachen hier. Der wird ja jetzt fertig sein. Ja, der ist fertig. So, jetzt müssen wir erstmal hier Schnauze halten jetzt hier. Jetzt ist erstmal. Oh, das Ding geht mir auf den Sack, ey. Jetzt hörst du komplett quer über die Map, ja. Wo ist jetzt meine Basis hier? So, der ist ja auch noch nicht automatisiert. Das heißt, da brauchen wir noch einen IC-10. Da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig in den Tank reinluchsen. Ja, 8 Megapascal, das ist okay. So, die Pusten hier, die habe ich auf zwei Grids gepackt. Seht ihr ja, ne? Dann können die schön zuppeln. Und der hat jetzt hier um eine 50, 9, 48,9. Deswegen quietscht es auch nicht. Das ist gut, dass es nicht quietscht. Das geht mir so auf den Sack. Theoretisch könnte man die einstellen. Ja, also man kann die auch als Internal Safety, man kann die dann einstellen oder sozusagen, dass sie dann halt nur bis zu einem bestimmten Druck pumpen. Ja, das geht ja auch, das wisst ihr ja. Mir ist müde. So, hier ist unsere Heißgasgeschichte. Und wo ist jetzt unser Kaltgas? Ach, das ist ja hier gleich mit dran. Das passt mir ganz gut. Okay, dann haben wir hier. Okay. Wo bauen wir das? Wir bauen das irgendwo hier hin. Das ist ja egal, wo das ist. Oh, das ist natürlich genau verkehrt rum. Nee, es ist nicht verkehrt rum. Wir machen das genau so. So. Dann müssen wir nur nachher die Sache umdrehen. Wegen Eingang 1 und 2. Ne, normalerweise ist ja H2 der Eingang. In dem Fall ist das nicht so. In dem Fall ist das dann 2. So schnell sind schon wieder die Rohre weg. Ja, das geht so schnell. Ja, Schnute halten. So, jetzt brauchen wir einen Tank. Das wird jetzt hier unser Tank für. Den müssen wir aber aufs Grid stellen, sonst kriege ich ja Augenkrebs. So, das wird unser Tank für den Wasserstoff. Ja, da holen wir uns jetzt den Wasserstoff her. Jetzt brauchen wir natürlich wieder mehr Rohre, weil ich natürlich hier, ne, Peng Peng und so, wie ich so bin. Was ist denn nun, ey? So, und hier stellen wir jetzt unseren Dings hin. Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären. Ach nö, der braucht ja noch Dinge zum Aufbauen. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Hallo? Hallo? Sieht so geil aus mit den Kabeln da drin, ja. Das ist einfach nur schön. Was brauchen wir denn? Oh Mann, ey. Ice Crusher. Iron Sheets und Welding Torch. Oh, Iron Sheets. Habe ich noch irgendwo Iron Sheets? Ich glaube ja. Wenn nicht, klauen wir uns jetzt zwei. Meine, ich hätte noch Iron Sheets. Wenn nicht, klauen wir uns jetzt hier vom Boden welche. Steel Sheets hier. Iron Sheets, die nehmen wir mit. Wir brauchen. Was haben wir gesagt? Wie viel brauchen wir?
Ein Iron Sheet. Okay, na, dann nehmen wir auch nur einen mit, weil sonst. Split Half, genau. Sehr schön. Sonst haben wir das wieder in der Tasche und kein Mensch weiß wofür. So. Und dann Cable Coil, ne? Ja, Cable Coil haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich hier Sheet gebaut. Hier. Lass mal wieder Cable Coils bauen. Warum haben wir eigentlich keine Kabel mehr dabei? Ach, ich habe so viel Heavy gebaut, deswegen, ne? Ja, ich habe so viel Heavy gebaut. Ah. Oh, kein Kupfer. Was ist denn jetzt hier? Achso, Hoshi ist nicht an. Warum baust du denn nicht? So, stromtechnisch sieht das hier gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, habe ich jetzt eigentlich in der Spray-Can, habe ich ja die blaue, genau, weil ich da gerade noch eine blaue gesehen habe. Weiß haben wir auch noch. Achso, ich wollte ja noch eine graue bauen. Haben wir hier noch Eisen drin? Naja, haben wir kein Eisen mehr drin. Ah, das habe ich mal irgendwann rausgenommen wahrscheinlich. So, kannst aufhören. Reicht. Was, 90? So, haben wir. Denn los. So, das ist unser Tank. Genau. So, okay. Also hier Bing und wo ist hier meiner? Da ist er. Ich liebe den Arc-Welder. Ich liebe ihn einfach nur. Ich liebe den Arc-Welder. So, das haben wir jetzt auch. Dann können wir ja jetzt die Rohrverbindungen herstellen. Also außer Strom werde ich da wohl nichts reintun. Strom ist ein gutes Stichwort. Wo kriegen wir denn jetzt Strom her? Hier können wir ruhig mit anran. Das ist ja alles hier. Related to the furnace. Also kann das hier ruhig hier mit rausgehen. Das habe ich gedacht, dass das passiert. Das ist nämlich eine Ecke und durch die Ecke kommen wir nicht durch, weil da ein Rohr liegt. Hat die neue passt. Ich werd irre. So, also eins ist, jetzt müssen wir 66 unten haben. Weil unten ist jetzt, 2 ist jetzt H2. Oder warte mal, hä? Nein, ich habe gerade einen Denkfehler. Kann man nicht mehr draufklicken, alles klar. Oh, was denn jetzt? Spiel hängt. Spiel hängt. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.